Monster sind auch nicht in der Nähe, das ist gut. Ist ja alles wunderbar ausgeleuchtet hier. Okay. Das nehmen wir alles mit. Weil wir werden es brauchen. Und wir machen uns nochmal eine neue Spitzhacke. Spitzaxt. Und dann gehen wir nach oben. Wir haben jetzt nichts Dolles gefunden, ne? Also keine Diamanten, keine Eisen. Eigentlich haben wir nur Kohle gefunden, ein bisschen. Und vor allen Dingen viel, viel Stein. Und das für diese Ebene schon echt. Oh. Boah, da hinten ist noch alles dunkel. Nee. Welche Stufe sind wir eigentlich? 25, ne? Ja. Geht doch. Geht doch. Dann, wenn wir die 30. erreicht haben, können wir wieder verzaubern. Und wir haben ja noch 2 Diamanten. Zack. Oh, hier hat jemand die Tür offen gelassen. Ah, das kann ich nicht gewesen sein, Leute. Das war ich nicht. Tic-Tac badet immer noch. Also, er ist ein sehr reinlicher, Spinne. Verdammt. Also, wenn ich in der Mine bleibe, ist es wahrscheinlich doch nicht so toll. Ich hoffe, den Dorfbewohnern geht's gut. Ja, ja, Spinni. Vor allen Dingen hier den beiden hier unten, ne? Oh Gott. Ja, es geht euch noch gut, oder? Wo ist denn der andere? Oh. Also, beide noch da. Moselbert hier, ne? Und auch sein Kumpel, beide noch da. Das ist gut. Okay, wir fangen an. Damit. Hier nochmal eine Reihe wegzunehmen, würde ich sagen. Okay, hier kommt eine Reihe weg. Das wird alles ein bisschen größer. Als erstmal geplant. Ach, hier, guck mal. Da freut sich total. Und hier kommt natürlich auch noch eine Reihe weg. Und da kommt dann der Pflasterstein rein. Ach, die sind da nicht rausgekommen. Die wollten da einfach nur raus. Deshalb sind die so durchgedreht. Ah, das muss einem doch mal einer sagen. Leute. Tschüss. Und ja, die Breite ist, glaube ich, so ganz gut. Und dann würde ich hier jetzt auch Pflasterstein hinmachen. Das heißt, ich werde das nochmal wegbuddeln müssen. Okay, passt auf. Es wird also so einen unteren Hafenbereich geben und einen oberen Hafenbereich. Also Mauer, Hafen-Mauer-Bereich. So ist zumindest der Plan. Ja. Bisschen Sand haben wir jetzt auch wieder. Können wir wieder schön Glas von machen. Wird es beides, geben. So. Und die andere Mauer müsste dann ja hier hin, ne? Richtig? Richtig. Die wird natürlich durchgezogen und wird auch noch ein bisschen in die Bucht reingezogen, die Hafenmauer. Das heißt, es wird ein ziemlich langer Bereich werden. Und hier unten möchte ich ganz gerne so ein Teil haben, wo man auch noch lang gehen kann. Und jetzt seht ihr auch, warum wir nochmal Steine abgebaut haben. Wir brauchen die einfach. Aber ich brauche doch die Steine. Gut, das heißt, hier, das muss auch noch weg. Und hier muss das so hin. Und ich habe schon überlegt, ob man da dann noch ein bisschen Struktur reinbringt. Wie weit müssen wir denn hier dann rein? Ich würde sagen, mindestens 2. So. Okay. Musste das alles weg? Ja, ja, ja. Wir bauen am Hafen. Oh, und schon wieder eine Schaufel hinüber. Naja, toll. Also hier so, ne? Und hier würde ich dann eventuell nämlich, tja, wie mache ich das jetzt mal am blödesten? Hier wäre dann die Mauer. Oder mache ich das hier unten nur 2 breit? Ne, 3 breit ist schon in Ordnung. Das bedeutet natürlich auch wieder, dass wir dann noch eine Reihe wegschaufeln müssen. Dann wird das Ganze echt, echt mal riesig. Oh, oh, oh. Gut, wir machen uns gleich erstmal ein bisschen von dem, den hier. Jennen. So, da haben wir jetzt auch erstmal genug von. Und erneut eine Schaufel. Machen wir gleich 2. Weil wir haben ja gesehen, wie schnell sich diese Dinger aufbrauchen. Und ich werde es bestimmt auch hinkriegen,
Fackeln brauchen wir erstmal keine. Ich werde es bestimmt auch hinkriegen, dieses Inventar, was jetzt ja doppelt so groß ist, durch den Rucksack auch noch voll zu müllen. Also fast doppelt so groß. Nein, nicht ganz, aber fast auch noch voll zu müllen. Kriege ich bestimmt hin. Also da bin ich sehr, ja, optimistisch, dass ich es schaffe. Und ja, wir waren in der Mine und oben sind die Monster gespawnt. Habt ihr ja gesehen. Ist natürlich jetzt nicht so... nicht. Oh. Ja, das Kram muss eh weg hier, ne? Das muss weg. Zumindest hier im Hafenbereich. Sonst fahren die Schiffe ja da durch Schilf. Und das sieht ja nicht aus. Das sieht ja nicht aus. Ja, hier muss das natürlich genauso werden. Genauso. Und ich glaube, ich muss auch noch eine Reihe tiefer. Denn... da soll ja kein Dreck sein, sondern da soll ja schon, ja, hier, das mal Pflasterstein rein, überall schön. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Ja. Okay, noch eine Reihe und auch noch eine Reihe tiefer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum muss ich das alles so aufwendig machen? Warum kann ich da nicht einfach einen kleinen Steg machen, der aufs Meer hinausgeht und sagen, das ist jetzt unser Hafen? Aus dem Grund, weil wir hier was Tolles schaffen wollen. Also was Neues und Großes. Und eine Stadt vor allen Dingen und nicht irgend so ein Kuhdorf. Kuhdorf sind wir, wollen wir aber irgendwann nicht mehr sein. Wir wollen irgendwann mal das Stadtrecht zugesprochen kriegen. Ich glaube, das war ja damals im Mittelalter so, ne? Dass dann irgendwer ganz hohes, schlaues oder mächtiges gesagt hat, ihr habt jetzt Stadtrecht. Also ihr, ne? Ihr Bürger dieses Ortes. Ihr seid jetzt kein Dorf mehr. Ihr seid jetzt eine Stadt. Oder ihr seid nicht groß genug. Ihr seid keine Stadt. Ihr dürft keine Stadt sein. Ihr seid ein Dorf. Was rede ich überhaupt? Ja. Sand nehmen wir uns bei der Gelegenheit auch gleich nochmal mit. Und ich denke mal, wir sind schon in der neuen Folge. Und wenn ich da mal so sehe, was wir geschafft haben... dann muss ich sagen, das ist nicht viel. Ja, das Texturenpack. Dieses Maupis Texturenpack wollte ich ja vorstellen. Leider, durch die blöden Schichten, die ich momentan fahre, habe ich so wenig Zeit, dass ich es gerade so schaffe, hier die Hundskrab-Folgen aufzunehmen. Was ja auch total wichtig ist, denke ich mal. Also ich denke auch mal, dass es euch wichtig ist, dass diese Folgen rauskommen. So, so sieht das aus. Und hier kommt jetzt die Mauer hin. Da hätte ich auch Erde stehen lassen können, ich weiß. Und dann haben wir hier 2, 3. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ich bastel jetzt... oh, wieder einen Stack verbraucht. Hier erstmal die Mauer hin. Die kommt im unteren Bereich auf jeden Fall mit Pflasterstein. Und oben müssen wir jetzt mal sehen, wie wir das machen. Ah, Moment mal. Okay, hier hinten... hier würde ich nämlich ganz gern diesen anderen Stein reinmachen. Also den Ziegelstein. Um das so ein bisschen abzugrenzen, wisst ihr? Wisst ihr? Und da überlege ich mir jetzt gerade was. Ja, wie mache ich das jetzt mal am dümmsten? Also wie ich es am dümmsten mache, sollte ich eigentlich wissen. Dann würde ich nämlich hier das alles nochmal wegnehmen. Und hier dann diesen Stein reinmachen. Wie viel haben wir denn hier? Das sind sehr breit, ne? Ich will das so ein bisschen, also, damit er versteht, was ich überhaupt vorhabe. Ich möchte das so ein bisschen absetzen. Und dafür müsste ich eigentlich dieses Ding hier nochmal einen nach hinten versetzen. Das heißt, die ganze Mauer muss hier nochmal weg. Passt auf. Das muss hier sowieso weg, das sieht eh nicht aus, ne? Mit der Tür hier, das kann ja nicht so bleiben, das war jetzt ja nur mal so Notbehelf. Und hätte ich gewusst, dass die einfach nur raus wollen, die Jungs, das hätten sie doch mal sagen können, hätten doch mal irgendwie, keine Ahnung, sagen können, hier, hey, wir wollen eigentlich nur zurück in die Stadt. Du müsstest eigentlich nur die Mauer so ein bisschen, ne, uns einen Weg schaffen, dass wir rauskommen. Da wären wir schon zufrieden mit. So, passt auf. Nicht zu viel wegbuddeln. Ganz wichtig. Das muss auch weg. Ich rede jetzt wieder ein bisschen weniger, weil, ihr wisst ja, ne? Das alte Spiel, das alte Helge Reinholdt-Spiel, weil ich hier am Bauen bin. Und mir vor allen Dingen auch
parallel dazu noch überlegen muss, wie ich die Mauer hier gestalte. Und das habe ich nämlich so vor, dass ich das gerne einen zurücksetzen möchte. Der war falsch jetzt. Das bauen wir hier zu. Sollte ich eigentlich mit Erde auffüllen? Ich habe ja auch noch ein bisschen Erde dabei. Und seht ihr, Inventar schon wieder vollgemüllt. Und wenn ich so über meinen Rücken schaue, sehe ich, dass es schon wieder dunkel wird. Was natürlich totaler Murks ist. So. Ah, Leute. Muss das denn ewig dunkel werden? Na, bei der Gelegenheit kann ich gleich mal gucken, wie es den Bürgern wieder geht. Und wir schlafen mal wieder im Armenhaus. Ich glaube, wir haben schon öfter im Armenhaus geschlafen als in unserer Villa, die auch auf ihre Fertigstellung wartet. Oh, hier ist kein einziger. Oh doch, Else. Naja, dann geht's ja. Ich hoffe wirklich, die Monster haben nicht, während wir da unten in der Mine waren, und uns mit Pflastersteine abkloppen vergnügt haben, haben hier nicht lustig rumgemetzelt, aber... Na? Ah, nee, hier ist schon einiges los. Ja, ja, drei Brot. Eine Diamantharnisch. Ja, sowas habe ich nicht. Sowas Tolles. Wer hat denn schon Diamantharnisch? Hier, Moselbert. Ah, jetzt sind sie auch wieder im Dorf. Wunderbar. Und, ja. Jetzt machen wir da unten weiter. Jetzt machen wir hier unten weiter. Boah, das ist schon ganz schön groß, ne? Autscha! Okay, passt auf. Ich muss mir hier eine Werkbank hinstellen dann auch. Damit wir nicht immer hoch und runter rennen müssen. So, die kommt nämlich dann ein zurück. Und bei dem anderen Kram mache ich das dann auch so, dass es ein zurückkommt. So, zack. Und hier oben in die Ecken kommen natürlich dann wieder diese schönen Hundsgraberwinkel, sage ich jetzt mal. Ja, so machen wir das. So sieht das cool aus. Hier kommt natürlich dann dasselbe, also ne, das gleiche, ähnliche Prinzip auch wieder. Zack, zack, zack. Das passt auch gerade noch so, also ohne dass wir uns jetzt hier der Boden auf den Kopf fällt. Und hier käme dann die andere Mauer hin. Und ich überlege, ob ich die dann ein höher setze. Das heißt, so. Oben käme also dann kein Pflasterstein, sondern dieser. Diese. Ja, so machen wir das. Das wäre dann hier der Hafenbereich. Ganz schön groß, muss ich ja mal sagen. Mhm. Okay. Hier in die Ecke käme dann auch wieder so ein tragender Pfeiler hin. Und hier dann normal Pflasterstein. Allerdings auch noch ein zurück, würde ich sagen, oder? Was meint er? Boah, das wird dann echt ganz schön groß. Puh, aber egal. Es soll ja ein schöner Hafen werden. Und wenn wir hier schon unser Hafen soll schöner werden machen, dann wollen wir da auch ein ordentlich großes Bratzending hinknallen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Und dann würde ich sagen, immer Dreierfächer. Dreier oder Vierer. Hier haben wir ein Zweierfach. Hier haben wir noch viel Größeres, aber das ist egal, das geht ja darüber. Ich würde sagen Dreierfächer. So, ne? Dreierfach. Warte, dann mache ich das gleich mal so. Zack, zack. Also Fächer sind immer die Abstände hier zwischen, ne? Ganz klar. So, und hier auf dein Dreierfach hin. Und, oh, hier kommen wir schon in Richtung, dieser kleinen Schlucht, die sich hier gebildet hat. Und hier dann auch wieder ein Dreierfach hin. Dann machen wir es erstmal bis hier vorne. Das sind noch drei Jahre, ne? Und auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. Da muss das hier noch raus und hier muss überall noch reingebuddelt werden. Das heißt, wir müssen noch viel schaufeln. Ja, wir müssen noch eine Menge Schaufelarbeit vollbringen. So. Und ich werde mir jetzt hier irgendwo meine Werkbank hinstellen. Das geht nicht so weiter. Und ich glaube, ich hätte noch einen im Rucksack. Eine Werkbank im Rucksack. Na klar. Ja, seht ihr, da ist eine. Hat er nämlich. Hat er. Und die stelle ich mir erstmal hier vorne hin. Da stört es uns erstmal nicht. Okay, Werkbank. Was wollte ich machen? Ah ja, ich weiß es wieder.
Ich wollte ganz gerne diese Stufen machen. So. Ich denke, das dürfte erstmal reichen. Achso. Ja, das sind erstmal 12 Stück. Und die bauen wir jetzt dann hier so hin. Das war falsch. Das kommt ja hier an diese Wand und hier oben dran klatscht. So. Naja, das sieht ziemlich schäbig aus, würde ich mal sagen. Ah, verdammt, dann müssen wir es bestimmt nochmal ändern und müssen das nämlich dann so machen. Dass wir das einfach so setzen. So und so und da oben dann. Ja. Das müssen wir wahrscheinlich echt so machen. Und hier dann einfach so eine Platte zwischen, ne? Mal sehen, wie das von oben aussieht. Ach, Leute. Das war so nicht beabsichtigt. Das ist alles so... Hepp! Geschafft, Gott sei Dank. Ja, und hier müsste dann echt noch eine Reihe Steine hin. Dann machen wir das so. Ich setze hier erstmal eine Reihe Steine hin. Genau. Au! Sind wir hier reingefallen? Komm nicht wieder raus. Doch, komm mal. Gehen wir hier um die Ecke rum. Oh, Leute, dann brauchen wir ja auch noch... Ja, dann brauchen wir unbedingt noch hier diese normalen 6 Stück erstmal. Ja, Inventar schon wieder vollgemüllt. Super, ne? Sauber hingekriegt. Okay, passt auf. Zack. So. Nee, das sieht nicht aus. Das sieht überhaupt nicht aus. Oder? Ich kann das hier nur an höher machen. Das geht nicht. Und den Hafen kann ich auch nicht tiefer setzen, oder? Wir stehen vor einem Rätsel. Nee, das geht nicht. Hier ist die Wasseroberfläche. Die muss da rein. Dann wären das ja alles nur so ganz kleine Bögen. Nee, das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Da müssen wir schon durchgehenden haben. Ja, ja gut. Okay. Boah, die Musik nervt. Dann wären es halt kleine Bögen. Okay, dann müssen wir es halt so hinnehmen. In Kauf nehmen. Vielleicht setzen wir hier diesen Bereich dann einfach tiefer. Das könnte man noch machen. Oder setzen ihn mit anderen Stufen ab. Und die Musik macht mich gerade völlig körre. Körre und irre. So und so. Und man könnte das dann hier natürlich dann ausgraben. Und vielleicht geht mir die Schaufel kaputt. Und ich werde keinen Wutanfall kriegen, wenn jetzt die Schaufel kaputt geht. So. Denn jetzt kommt gerade so entspannte Musik. Da kann man ja gar nicht sauer werden. Ich komme hier raus. Ja. Okay, so würde das aussehen. Das hier müssen wir noch alles wegschaufeln. Wir haben Gott sei Dank noch eine Schaufel da. Gott sei Dank. Und die Frage ist, machen wir dann hier einen Holzsteg hin oder doch lieber einen Steinsteg? Steinsteg. Und setzen wir den einen tiefer. Dann hätten wir da so eine kleine Mauer. Was ich gerade gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. Die Mauer wäre natürlich dann unterhalb der... Oh, Vorsicht, nicht, dass wir hier Wassereinbruch haben. Ne? Unterhalb der Oberfläche. Ich guck mal, wie das aussieht. Wir müssen jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Das ist manchmal bei Minecraft einfach so, dass man Sachen einfach ausprobieren muss, um dann zu sehen, ob das gut aussieht oder schlecht oder total schlecht. Nur wenn wir den Hafen jetzt anfangen und den erstmal falsch anfangen, das ist dann auch nicht so gut. Versteht, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, passt auf, das brauchen wir jetzt nicht mehr wegreißen, Gott sei Dank. Da können wir jetzt nämlich einfach diese Stufen nehmen und können die jetzt hier auf den Boden ballern. So würde das... Oh. So würde das dann aussehen. Das wäre dann alles ein tiefer. Und ich glaube, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber das müsst ihr dann mal schreiben, ne? Also da müsst ihr mich mal unterstützen, bautechnisch. Ja klar, hier, das muss dann raus. Und der muss auch raus.
Ist natürlich logisch. Und da müssen dann wieder solche Blöcke rein. Hier Pflastersteinblöcke. Also nicht Pflasterstein, sondern... Ja, das könnte man so machen. Oder? Dann hätten wir hier überall so Nischen. Was ich eigentlich ganz cool finde. Glaube ich. Ja. Doch, das kann man machen. Das können wir so machen. Dann haben wir hier nämlich unseren Hafenbereich. Der würde dann so aussehen. Ich gucke jetzt mal von der anderen Seite, wie das aussieht. Und hier würde dann so eine Treppe runterkommen, ne? Das heißt, man würde diesen ganzen hinteren Bereich wahrscheinlich gar nicht sehen. Und dann können wir uns auch diesen ganzen Kladderadatsch sparen. Oh. Ja. Das hätten wir uns alles sparen können hier. Ach, Mann, wir sind ja auch... Ja, das geht natürlich dann nicht. Da holen wir dann einfach noch eine Stufe rein. So, zack, zack. Denn hier kommt ja eine Treppe runter. Hier so. So natürlich nicht. Und ich glaube, ich hätte heute lieber mit dem Hintern im Bett bleiben sollen, wenn ich hier so meine Baukünste anschaue. Dam. Aber egal, wir sind gut gelaunt. Und das ist doch immer das Wichtigste, dass man gut gelaunt dabei ist. Auch wenn man mal totalen Schrumpf macht. Und das wird schon wieder dunkel. Das ist ganz... Es ist ganz hervorragend. Und wir gehen schlafen. Ach, verdammt. Das klappt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Habt ihr das auch manchmal bei Minecraft so, dass ihr euch so eine Vorstellung von einem Bauwerk habt und dann aber merkt, nee, das sieht alles ganz anders aus, als ich mir vorstelle. Und wisst ihr, was man da macht? Eine Aufnahmepause. Gute Nacht.